Successful. Somit ziehen wir das Schwert raus und tun einen Fee rein. Ich glaube, damit würden wir noch einen Vögel kriegen. Meine Vermutung. Kann das sein? Okay, wir haben die Versiegelung, also wir haben das Siegel gebrochen. Und die Fee hat eine neue Kraft erhalten. Okay, Fee behalten wir. Rival Rank Up. C. Interessant. Oh Mann, dieses Ding ist zu mir gekommen. Nur nicht, dass ich es nicht handeln kann. Cool, cool. Cool, cool. Ja, wir haben es. Besiegt uns die Glück gebrochen. Sieh nur, wir haben es geschafft. Danke dir. Ach, oh, das war. Sehr schrecklich ehrlich von dir. Es ist eine Verantwortung vom, also Boss Verantwortung. Okay. Hey, haltet euch. Für einen Grund, ich kann hier eine großartige Kraft von diesem Schwert spüren, was ich herausgezogen habe. Du hast recht, was ist das? Vielleicht wurde es von dem göttlichen Kraft vom Göttin beeinflusst. Auch wenn es schwer zu sagen ist. Aber es scheint, die Resonanzeffekt wurde stärker. Resonanzeffekt, was ist das? Nun, wenn zwei Vögel mit einander quasi resonieren, dann kommt eine mysteriöse Kraft. Eine mysteriöse Kraft? Ernsthaft? Du hast es gelernt. Wie ich es gesagt habe, ich habe meinen Hausarbeit gemacht. Cool. Ich denke, das ist wahr, aber wen interessiert? Lass uns gehen, ich bin hungrig. Gute Idee, lass uns zurückgehen und haben ein 5-Sterne-Menü. Erinnere mich nicht daran. Tut mir leid. Tut mir leid, ich kann nicht die Wahrheit sagen. Ah, okay, sie hat was zu verbergen. Okay, dann haben wir das doch richtig gemacht. Ich habe eher vermutet, dass wir das Schwert in Form eines Fühls wieder kriegen. Aber anscheinend kriegen wir die Fee, also die verstärkte Fee, wieder zurück. Gut, dass ich aufgepasst habe. Nicht, dass ich da irgendwelche schlechte Werte reingeschmissen habe. Und ich glaube, die beiden haben gut gepasst. Und ich glaube, das werde ich Tiara geben, weil Tiara ein Magierin ist. Und Fang kann ich das nicht geben, weil sonst wird die gar nicht gekriegt. Der Resonanzeffekt, ja, das wissen wir schon. Ja, ja, das hat uns gut geholfen. Ja, okay. Ja, und hier können wir die Revival ausführen. Okay. Fee kriegt dann auch Erfahrungspunkte. Ja. Ich glaube, die Fee können wir nur bei Tiara trainieren. Ja, hat jetzt zweimal Wind Protection. Auch gut. Und für Fang ist das nicht gut. Eigentlich. Guck, weil die Fee hat schon plus 2 P-Attack und plus 4 M-Attack. Okay, für den Anfang ist es eigentlich nicht so wichtig, aber. Ja,
bin manchmal echt ein bisschen pingelig, was das. Kann ich das jetzt nicht abrüsten? Doch, kann ich. Naja, es hat den Boost gekriegt. Nur dann los. Ich wollte es ablegen. Ja. Yeah. Das gehen wir mal ihr, weil sie ganz besser brauchen. Alter, das ist krass. So, sie hat jetzt die Werte und hat die 292. Für sie ist es besser geeignet. Combated. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das genau ist. Erhöhe deine Kombos mit einem Waffenboost. So kannst du zusätzliche Technik anwenden. Okay. Füße kann ihre Form verändern. Je nach Situation. Alter. Also ich will die Sense haben. Schwerter sind balanciert. BTF. Momentan kann ich hier nicht viel ändern. Okay. Hier haben wir die Fähigkeiten und kriege auch Erfahrungspunkte. Krass. Ich glaube, so weit, so gut. Ich speichere nochmal zur Sicherheit. Wir haben echt viele Speicherpunkte. So. Gut, Fountain Plaza Event. Da gehen wir mal hin. Gehen wir da hin oder? Moment. Ich schaue es mal in Supermärkten. Okay, wir haben jetzt wenigstens mehr Geld. 943 Gold. Okay, wir haben ja genug Potions mit Potions. Da brauchen wir kein extra kaufen. Okay, Energy Shards momentan auch nicht. Okay. Novice Amulet. Protective Spell by Swordsman. Schade, dass wir nicht gucken können, was wir jetzt. Okay, wir können auch hier reingehen. Ich wollte nur eben. Ne, Weapon Boost nicht. Equip. Tempel. Oh. Okay. Das ist irgendwas mehr. Nee, das hat gar nichts. Das ist kein Effekt. Jetzt kann ich ruhig hier ein paar Sachen kaufen. Oh. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Prince Matching Amulet. Ja, habe ich dir gesagt. Sie ist Magier und er ist Swordsman. Also habe ich schon mal richtig ausgerüstet. Das freut mich. ÖTP Defense. Das können wir praktisch beide kaufen. Hier hört sich gar nichts. Warte doch. Was gucke ich denn? Egal, ich hoffe beides ein. Ja. So. Fashionable Ring. Fashionable. Mehr AP Defense. Das können aber beide ausrüsten. Mage Ring. Okay, dann kaufen wir auch beides. Non, okay. Dann haben wir soweit als Kurve eigentlich kaufen können. Wahrscheinlich kriegen wir in Dungeon bessere Ausrüstung, aber egal, Hauptsache wir sind jetzt gut ausgerüstet. Burned Toast. Ah, okay, hier. Toll. Ich dachte, das wären hier. Die Ausrüstung war dann hier. Das ist echt toll. Naja. Auf jeden Fall haben die bessere Werte. Burned Toast. Das wird irgendwie gar nichts. Ach so. Ich glaube, das wäre nicht so gut im Kampf. Ja, man sieht auch, das ist ein Kostüm. Gut,
Gut, dann weiß ich eben Bescheid. Eben die besseren Items hier ausrüsten. So. Perfekt. Jetzt können wir gehen, wir in Fountain Plaza. Look for Lola. Sie will auch nur Geld. Okay, ein Glück haben wir nicht so viel gekauft. Das ist nämlich gut. Dann können wir nämlich die Kosten von 300 Gold auch zahlen. Dankeschön. Just add hot water and it'll be ready to eat in 3 hours. That product has one fatal flaw. It takes way too long to cook. It'll never sell. Heck, I don't even want to buy it. Wise decision on your part. Now then, let's get going. Make sure you come back with more cash. Ja, sie will nur Geld. Aber wir haben ein Ziel. Das ist doch das, was zählt. Wir haben ein Ziel. Wir müssen wieder reisen, entdecken. Wie nervig. Meckern löst kein Problem. Also, lass uns gehen. Bitte warte. Zufallsmäßig suchen für eine ungefähre Ziel würde nicht nur anstrengend sein, sondern auch zeitverschwendend sein. Lass uns ein für eine fürs Power leihen. Okay. Cool. Wenn du einen Fury in den Boden rammst, dann wird es wie ein Sonar pulsieren und die exakte Koordinaten zeigen, wo du eigentlich hingehen sollst. Okay. Ja, du brauchst keine Sorgen zu machen, wenn du dich irgendwie verlaufen hast. Jedenfalls ungebräuchliche Pulsierung verursacht unerwartete Schüsseneffekte. Zum Beispiel, du weißt, wenn das passiert. Oh, hast du es nicht mit Hui ausgetestet? Oder sagst du es nur so? Nun, du kannst auch nicht benutzen, wenn du mit einem verbunden bist. Aber ich muss zugeben, dass ich nicht weiß, was es wirklich ist. Also bitte beachte, da gibt es eine limitierte Entfernung, was die Berechnung von den Koordinaten betrifft. Also geh es mit Vorsicht. In allem, du wirst sicherlich den Vögel in den Boden rammen. Okay. Irgendwas ist komisch. Dieses Tiara-Mädchen weiß zu viel. Wenn die das geforscht hat, dann wie kann es sein, dass viele Leute es nicht wissen? Feng, was denkst du? Hey, schlaf dich ein. Oh, cool, cool. Tutorial von Elwin. World Shaping. Okay, wenn wir ein Schwert in den Boden rammen und die Erde quasi stimulieren. Ja. Dungeons, die du nicht besuchst, werden ein Fragezeichen kennzeichnet. Okay.
Und sie zeigen uns dann die exakte Location. Und das Fragezeichen wird sich in einem Dungeon-Zeichen umgewandelt werden. Und das wird es dir ermöglichen, Dungeon reinzugehen. Nice. Und man bekommt zusätzliche Effekte, was links, also unten links angezeigt wird. Interessant, das machen wir jetzt. Krass, okay, hier sind wir schon mal im Dungeon. Und wir wissen nicht genau, wo diese Dungeon ist. Dann wollen wir mal direkt Wolkchapping. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das platzieren soll, aber ich platziere es einfach mal hier hin. Okay, hier können wir es irgendwie nicht machen. Du müsstest doch auch Fragezeichen machen. Nö. Können wir das jetzt nicht machen oder bin ich jetzt vollkommen blöd? Geh mal zum Sub-Event. Found Plaza, weil... Sieht irgendwie Information. Willkommen. Nein, ich habe kein Geld. Okay, sie braucht Geld. Wie mache ich das jetzt? World Shaping. Eine Dungeon Location besser erstellen fürs. Hä? Okay, das hat sich irgendwie auch nicht verändert. Nicht so wirklich. Ich lese mir das nochmal durch. Wo war es denn? World Shaping. Ja. Müssen wir es nicht hier nicht machen? Ja, ich sehe es gerade nicht so genau. Okay. Hier in Tutorial wurde es auch nicht so richtig gezeigt. Das ist gemein. Okay, dann sind wir noch Server. Fragezeichen. Drücke X, um jeden für die du gekriegt hast, anzuschauen. Und diese Fähigkeiten sind benötigt, um mit dem World Shaping auseinandersetzen zu können. Wenn du eine frühe Welt hast, dann suche aus, wo du es gerne reinputten sollst. Warum können wir das nicht machen? Ah, okay. Wahrscheinlich, weil es ausgerüstet wurde. Das machen wir mal schnell. Wir legen das ab. Dann würde es... Ja. Okay, dann eben so. Hab ich schon gewundert. Dann gehen wir die wieder Dinge. Okay, das können wir nicht mehr benutzen. Gut, dann gehen wir jetzt in Dungeon rein. Natürlich irgendwie gerade ganz hibbelig. Yatagan Lava Flows. Gibt's Lava, Nrakta, Pashka und Giants.
gibt es irgendwie momentan nur drei Viecher.